Massage im Hostel. Eine Dokumentation. Da sieht man trotzdem nichts. Was hast du gesagt? Was ist das? Ich dachte, das ist doch. Nee, ich hab das gemerkt. Was soll das, Mann? Komm noch wieder. Ja. Keine Frage. Ich komm wieder. Das habe ich auch gesagt. Nee, das haben wir für dich zum Abschied gemacht. Vor allem haben die halt auch einfach Bock auf Kuchen. Das Ding ist, wir haben schon Kuchen gebacken, der schmeckt vielleicht sogar besser. Da sind zu viel Zucker für mich drin. Okay, oh. Alles klar, dann. Magnus ist so appreciated. Alle auf einmal. Oh. Mir gefällt das Mädchen in der Mitte. Hoffentlich geht der Feuermeldung hier rum. Ja, komm, dann mach ich die Tüte auf, wenn du die nicht aufmachst. Wie filme ich das denn jetzt? Ach, filmst du oder was? Liebe YouTuber, wir waren heute bei Aldi einkaufen. Und das habe ich uns mitgebracht. Ja, und die macht jetzt auf. Oh, das riecht voll nach Plastik. Das haben wir ein bisschen spektakulärer vorgestellt. Weil da sollte noch Feuerwerk rauskommen, ja, oder was? Explosion oder so. Und den Kuchen, den kannst du mal zeigen, den haben wir gerade schon zu viert aufgefuttert gleich. Nee, zu fünft. Naja, komm, Nico hat nur einen Bissen gegessen. Oh. Weil wir haben Nikos Abschied gefeiert, weil der uns jetzt verlässt und auf eine Tour geht. Ja. Wir waren gerade noch im Kino und haben The Shallow geguckt. Richtig beschissener Film. Also Markus würde ihn nicht empfehlen. Top-Film. Top-Animation. Super logisch, der Realismus Film. Pur. In 3D könnte ich mir den auch noch vorstellen. Jetzt in 3D. Und das waren, wie viel war das? Das waren $12. $10. Das wären 20 Reichsmark. Ah, das ist ja noch. Das wären einfach mal. Nee, jetzt höre ich auf. Ich will Chips essen. Komm, so, jetzt zum Schluss. Welche Chips? So, wir haben jetzt. Urteil. Schmeckt ein bisschen nach Chicken McNuggets. Mein erster. Soll ich mal riechen? Mhm. Alter, wie cool ist das denn? Einmal bayerisch für Nico. Sprinters Barbecue. Und Sprinters Chicken. Und Sprinters Sour Cream. Wie sind die Sour Cream? Sehr geil. Nein! Doch! Nein. Wollen wir noch was über nackte Männer erzählen? Also, du möchtest nicht irgendwo. Ich stehe auf nackte Männer. Hätte ich nicht gedacht. Achso, liebe YouTube-Gemeinde, das ist Torben. Hallo! Das ist Torben und Torben. Willkommen! Ja, und die Leute spielen jetzt alle Monopoly und trinken Cider und versuchen die Langeweile zu vertreiben. Ich schneide fleißig Video und kann es leider nicht hochladen. Hallo zusammen, heute ist Tag 124 meiner Weltreise. Und wir sind jetzt gleich unterwegs mit Markus und der Barbara und der Katharina, weil wir kaufen jetzt gleich ein Surfboard wahrscheinlich für den Markus. Und ja, falls wir das gekauft haben oder er das gekauft hat oder wir nicht gekauft haben, seht ihr das hier. Bis später. Ihr seht Markus gerade mit seinem neuen Board, was er gekauft hat, für $80. Ein neues Surfboard. Mit Tasche. Mit Tasche, die man nicht zuschließen kann. Ach, das kann man bestimmt reparieren. Dann waren wir gerade noch bei Subway essen und bei Ben & Jerry's. Und ja, ich würde sagen, dann chillen wir ein bisschen heute noch. Hallo zusammen, wir sind heute am Scarborough-Strand. Und der Markus versucht gleich mal surfen zu gehen mit seinem neuen Surfboard. Hat dafür schon ein paar Surfsachen gekauft und bereitet das gerade vor. Ja, mein Backpack. Nicht hier. Warte. Damit habe ich nicht gerechnet.
Die Barbara und die Katharina sind auch wieder mit dabei. Verbringen wir heute einfach einen schönen Tag am Strand. Erzähl uns doch mal, wie dein Surfen gelaufen ist. Nicht so geil. Warum nicht? Viel zu anstrengend. War das dein erstes Mal auf dem Surfbrett? Nein. Wie oft warst du schon auf dem Surfbrett? Zähl ich damit? Hä? Zähl ich damit? Wie oft warst du heute schon auf dem Klo? Der ist so blöd, der ist so blöd. Eine infame Lüge. Doch, er ist so blöd. Wie man sieht, Barbara in kurzem Shirt, Katharina im langen Pulli. Versteh einer die Welt. Wird sich unsere Gruppe auflösen. Nächste Woche ist alles vorbei. Es löst sich trotzdem auf. Du gehst auch auf den Roadtrip. Irgendwann. Barbara sucht sich noch Arbeit. Irgendwann. Vielleicht ergibt sich bei mir was mit Arbeit. Irgendwann. Ja. Dann ist alles vorbei. Guten Morgen zusammen. Da ich gestern kein Abschlussvideo gemacht habe, zeige ich euch jetzt mal, wie der Herr Vater aus dem Auto rumtourt und sein Surfboard fährt zu. Ja, ich weiß auch nicht, du gibst immer das ideale Motiv. Katharina schlägt schon die Autotür zu, weil die wieder nicht gezeigt werden möchte. Nee, aber wir sind heute auf dem Weg nach Belmont. Heißt das, ne? Heißt das nicht so? Sag doch einfach, dass du zum Kmart fährst. Also wir fahren zum Aldi und zum Kmart und danach irgendwie noch nach Fremantle oder so, ich weiß gar nicht. Wir sind gerade shoppen gewesen im Kmart und im Aldi und im Kmart habe ich viel zu viele Sachen gekauft und ich glaube die anderen auch. Man sollte uns nicht einkaufen lassen. Jetzt sind wir nach Fremantle gefahren. Sitzen hier im The Galley und warten gerade auf unser Essen seit einer gefüllten halben Stunde. Dann sitze ich hier, ich armer Tor und bin so hungrig, als ich bevor. Ja, genau. Katharina versteckt sich mal wieder, aber sie wird trotzdem in diesem Video sein, weil auch wenn man dein Gesicht nicht sieht, bist du drin. Achso, das ist die Kim, liebe Leute. Kim ist heute mit uns unterwegs. Kim ist auch schon länger im Hostel. Du kannst das nicht machen, wenn wir hungrig sind. Doch, ich kann das wohl machen, wenn wir hungrig sind. Ich filme immer. Alle Situationen, egal was. Nee, ich glaube, wir essen jetzt noch, dann fahren wir nachher wieder ins Hostel. Und morgen geht dann unser Roadtrip los. Das habe ich, glaube ich, noch gar nicht erzählt. Wir gehen auf einen Roadtrip. Und ich habe... Shit, der hat schon sein Essen. Und ich habe den Job sicher bei der Farm. Darüber erzähle ich euch aber in einem anderen Video noch mal mehr. Guckt euch einmal bitte dieses geile Essen an. Das ist ein geiles Sandwich hier in Fremantle, zusammen mit einer Cola für $21. Und das werden wir jetzt vermampfen. Und Kat isst nur Pommes. Und Markus hat auch ein geiles Sandwich. Und Kim bekommt, glaube ich, was bekommst du eigentlich, Kim? Garlic Bread. Garlic Bread. Okay, Kim bekommt Garlic Bread und wir werden jetzt essen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.